Guten Abend, willkommen zu 10 vor 10. Paris, Brüssel und jetzt also Istanbul. Schon wieder ist eine Metropole Ziel eines Anschlages. Wahrscheinlich steckt auch diesmal der Islamische Staat dahinter. Diese Amateurbilder zeigen die Explosion gestern am Atatürk-Flughafen. Wer noch kann, rennt um sein Leben. Der Schock steht den Menschen ins Gesicht geschrieben. Dass der IS gezielt die Türkei ins Visier nimmt, ist kein Zufall. Warum das so ist und warum die Terrorgruppe gerade in der Türkei so viele Kämpfer rekrutiert, dazu unser Fokus. Und das sind die weiteren Themen. Senioren am Steuer, neue Regeln erlauben es älteren Autolenkern, zeitlich oder örtlich begrenzt unterwegs zu sein. Mutlose Investoren. Für Startups ist die Geldbeschaffung in der reichen Schweiz kein Zuckerschlecken. Und Mannsbilder in kurzen Hosen. An der Fußball-EM stehen echte Kerle wieder hoch im Kurs. Genau heute ist es 2 Jahre her, dass der IS das Kalifat ausrief. Seither verbreitet die Extremistengruppe Angst und Schrecken, zeigt mit ihren perfiden Anschlägen, dass nichts und niemand vor ihr sicher ist. Nun hat der IS erneut in der Türkei zugeschlagen. Warum gerade die Türkei immer mehr ins Visier der Terrormiliz gerät und weshalb es ihr trotz Gebietsverlusten immer noch gelingt, derart viele Selbstmordattentäter zu rekrutieren, im Beitrag von Stefan Rathgeber. Diese Handyaufnahmen zeigen, wie sich am Istanbuler Atatürk-Flughafen kurz nach den Anschlägen die Panik ausbreitet. Bilder wie diese dürfen in der Türkei selbst jedoch nicht gezeigt werden. Auch nicht die Aufnahmen, die zeigen, wie einer der 3 Selbstmordattentäter angeschossen wird und umfällt, bevor er sich in die Luft sprengt. Die türkische Regierung will verhindern, dass sich Angst und Schrecken verbreiten, dass die Terroristen ihr Ziel der Einschüchterung erreichen. 42 Todesopfer hat der Anschlag bisher gefordert, ein Bekennerschreiben liegt nicht vor. Bereits in der Nacht hegt der türkische Premierminister jedoch einen starken Verdacht. Die bisherigen Erkenntnisse unserer Sicherheitskräfte deuten darauf hin, dass der Terroranschlag vom IS ausgeführt wurde. Den Schweizer Journalisten Kurt Pelder würde es nicht überraschen, wenn es der IS war, der zugeschlagen hat. Erstens, weil er es angekündigt hat. Zweitens, weil der IS immer so reagiert hat, wenn er am Verlieren war, auf dem Schlachtfeld, hat er sich quasi gerecht, indem er Selbstmordattentate verübt hat. Das ist auch ein Zeichen an seine Anhänger, dass der IS immer noch stark ist, dass er immer noch solche Operationen durchführen kann. Also das ist auch ein Propagandamittel, um eigentlich die sich anbahnende Niederlage zu kaschieren. Die Niederlage ist augenfällig. Das vom IS kontrollierte Gebiet ist in den letzten 2 Jahren stark geschrumpft. Gemäß Experten um rund 30-35%. Warum klingt es am IS trotzdem, immer noch so Selbstmordattentäter zu rekrutieren? Das ist nicht wirklich schwierig in diesen Ländern. Also, die Türkei liegt direkt an der syrischen Grenze und sehr viele Türken kämpfen beim IS. Das ist dann nicht so, wie wenn Schweizer beim IS kämpfen, die gehen und kommen nie mehr zurück, sondern die Türken sind lange Zeit, jahrelang hin und zurück. Und jedes Mal, wenn sie wieder heim sind zu ihrer Familie, in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, haben die Leute natürlich rekrutiert, haben Propaganda gemacht für den IS. Also man muss davon ausgehen, dass der IS viele tausend Anhänger hat in der Türkei. Trotz Geländeverlust wirkt die IS-Propaganda nach wie vor, dank Bildern, meint Islamwissenschaftler Wilfried Buchter. Bilder, die suggerieren, dass die IS-Kämpfer männliche Helden sind, die den unterdrückten Muslimen beistehen. Bilder, die zeigen, wie schön das Kriegshandwerk doch auch sein kann. Die Türkei ist jedoch nicht nur Rekrutierungsbecken für Selbstmordattentäter und andere IS-Kämpfer, sondern auch ein wichtiges Ziel für Attentate des IS. Seit 2015 kam es zu mehreren Anschlägen mit zahlreichen Toten. In Suruç starben 32 Menschen. In Ankara über 100. Und in Istanbul ist es bereits der 3. mutmaßliche IS-Anschlag.
sehr viele Flugzeuge, die der IS bombardieren, kommen von türkischem Territorium, sind dort gestartet oder gelandet oder benutzen zumindest den türkischen Luftraum. Und es gibt natürlich auch türkische Artillerieangriffe gegen die Stellungen vom IS, die wiederum türkische Grenzstädte mit Raketen beschießen. Also es ist ein Kriegszustand zwischen der Türkei und dem IS. Am Istanbuler Atatürk-Flughafen ist schon heute nicht mehr viel vom Terror zu spüren. Der Flugbetrieb ging bereits nach wenigen Stunden wieder weiter. Wie knallhart der IS bei der Rekrutierung seiner Kämpfer vorgeht, zeigt der Fall Harry S. Der 27-jährige Deutsche kämpfte einst für den IS, hat der Terrororganisation inzwischen aber den Rücken gekehrt. Zurzeit steht er in Hamburg vor Gericht. Dass sich ein IS-Kämpfer nach seiner Rückkehr offen äußert, ist ungewöhnlich. Harry S. tut es. So, meine Herren, wir können dann einmal aufstehen. Dann machen wir uns eine Begrüßung. Guten Morgen, bitte nehmen Sie Platz. Brav folgt der Angeklagte den Anweisungen des Richters. Harry S., 27 Jahre alt, 3 Monate lang Mitglied der Terrormiliz IS. Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg muss er sich seit letzter Woche verantworten. Wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Verstoß gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz. Reporter von Radio Bremen Fernsehen dürfen Harry S. im Gefängnis befragen. Ob alle seine Aussagen stimmen, weiß nur er selber. Laut Anklage reiste er im April 2015 mit einem Freund über die Türkei nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen. Harry S. lässt sich offen filmen, will zeigen, dass er sich gewandelt hat. Vom IS-Kämpfer zum reumütigen Rückkehrer. Wir haben schon während der Zeit sehr viel erlebt, sehr viele Dinge mitbekommen. Und da haben wir auch gemerkt, dass alles eigentlich nur Schwachsinn ist und dass dieser Weg nicht göttlich ist oder dich irgendwie ins Paradies bringt, weil ich habe nichts Göttliches oder Paradiesisches daran gesehen, als die Menschen erschossen worden sind. Harry S. wuchs in Teneva auf, einem Hochhausquartier und sozialem Brennpunkt von Bremen. Der Sohn ghanaischer Einwanderer wird mehrfach straffällig, konvertiert zum Islam und radikalisiert sich. Im Bremer Gefängnis lernt er René Marc S. kennen, der ihm einen radikalen Islamismus nahebringt. Theologisch war er sehr stark. Ich hatte keine... Wie soll ich sagen, Argumentation. Ich war nicht auf dem Level. Ich war nicht auf dem Level einfach, um mit ihm zu argumentieren. Das ging einfach nicht. Und hinzu kam dann nach der Entlassung der Aufenthalt in der Moschee. Weil als ich draußen angefangen habe, die Moschee zu besuchen, habe ich gemerkt, wie sie diese Ideologie praktizieren. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass Schwarz und Weiß gibt. Also klare Unterscheidung. Wer ist Moslem und wer nicht. Im mittlerweile verbotenen Familien- und Kulturverein in Bremen-Gröpelingen lernt er Gleichgesinnte kennen. Mit Adnan S. reist er im April 2015 schließlich über die Türkei nach Syrien, nach Raqqa. Diese beiden Männer, die dort gekommen sind, waren vom Geheimdienst. Also die waren vom Islamischen Staat Geheimdienst. Man konnte die Gesichter nicht sehen. Bevor die uns dann mitgenommen haben, haben die uns dann gefragt, mich und meinen anderen Freund, seid ihr bereit, nach Deutschland zurückzugehen, um Anschläge zu verüben in Deutschland? Das war das erste Mal, wo wir gefragt worden waren, ob wir bereit wären, Anschläge in Deutschland zu verüben. Wir haben gesagt, nein, niemals. Und dann haben die gefragt, habt ihr vielleicht Freunde in Deutschland, die bereit wären, Anschläge zu begehen? Das haben wir auch verneint gehabt. Und da hat er uns klar gemacht, dass Europäer eigentlich nicht mehr so gerne gesehen sind hier im Islamischen Staat, da sie den Dschihad in den Ländern, wo sie herkommen, fortführen sollten. Harry S. sagt, er wurde in die Trainingsgruppe für eine Spezialeinheit aufgenommen. Eine spezielle Einheit für fast immer tödliche Einsätze hinter den feindlichen Linien. Wenn man nach Trinken gefragt hatte, wurde man geschlagen. Manche, die aufgegeben haben, wurden ausgepeitscht vor versammelter Mannschaft. Man stand in Reihen. Und vor uns standen, wurden die dann ausgepeitscht und die mussten dann immer sagen, wir sind Verlierer, wir sind Versager, weil wir das Training nicht aushalten. Ein Propagandavideo des IS mit Harry S. als Fahnenträger. Es habe ihn angewidert, sagt er heute. Für das Video seien mehrere gefangene Zivilisten erschossen worden. Harry S. sagt, er selber habe nicht geschossen. Aber ein österreichischer Dschihadist sei als besonders brutal aufgefallen. Selbst als die Leichen auf dem Boden lagen, wurden auch auf die Leichen geschossen. Der Österreicher hat noch auf seine Leiche gespuckt.
Und ich stand da und ich habe gedacht, das kann es nicht sein. Also, was ist der Sinn dahinter? Harry S. floh nach 3 Monaten aus Syrien, wurde bei seiner Rückkehr in Bremen verhaftet. Nach seiner zu erwartenden Gefängnisstrafe will er sich für Jugendliche einsetzen, sie deradikalisieren und vor dem IS warnen. Das jedenfalls verspricht Harry S. heute. Das Urteil gegen Harry S. wird am kommenden Dienstag erwartet. Und damit beenden wir unseren Fokus. Und nun in die Schweiz. Die hohen Asylzahlen, mit denen dieses und nächstes Jahr gerechnet wird, sprengen die Bundesfinanzen. Bundesrat Ueli Maurer hat heute angekündigt, dass er im Budget fürs nächste Jahr mit einem Defizit von 600 Millionen Franken rechnet. Rund 25.000 Franken kostet ein Asylbewerber den Bund pro Jahr. Laut dem Bundesrat schlagen sich die Asylkosten im Budget 2017 mit Mehrausgaben von 850 Millionen Franken nieder. Unter dem Strich bleibt ein Defizit von 600 Millionen. Nur weil Finanzminister Ueli Maurer für den Asylbereich einen Topf für besondere Aufgaben anzapft, bleibt der Haushalt vorerst im Lot. Dass für die folgenden Jahre mit Defiziten von über 1 Milliarde zu rechnen ist, liegt laut Maurer auch an der Ausgabenfreude des Parlaments. National- und Ständerat wollen zum Beispiel für die Armee oder für Nationalstraßen und den Agglomerationsverkehr mehr Geld ausgeben als der Bundesrat. Wer fit ist, darf den Führerschein behalten. Wer beim medizinischen Test durchfällt, muss das Billett abgeben. Bislang gab es nur grün oder rot, wenn es um Senioren am Steuer ging. Neu gibt es auch orange. Das heißt, ab dem 1. Juli gelten neue Regeln, die es älteren Autolenkern erlauben, zeitlich oder örtlich begrenzt zu fahren, statt gleich den Ausweis abzugeben. Die Senioren freut's, manche Experten weniger. Lea Stuber. Auch im hohen Alter setzt er sich noch selbst ans Steuer. Harry von Wartburg, 84 Jahre alt. Und das seit 54 Jahren. Fast jeden Tag fährt er seinen Subaru. Häufig zum Einkaufen, manchmal in die Ferien ins Wallis. Und heute im Fahrkurs des TCS. Hier will er Altes auffrischen und Neues lernen. Ja, da musst du anhalten, siehst du? Ja. Sie ist zwar am Telefon, aber sie ist noch aufmerksam. Ja, das ist gleich, die schaut gleich nicht. Bin gleich der Löwe, wenn sie überfahren. Ja, das ist so. Harry von Wartburg fährt zackig und routiniert. Seine Fahrlehrerin muss ihn aber auf Fußgänger, sein Tempo und Rechtsvortritte aufmerksam machen. Ab 70 sei die Aufmerksamkeit für vieles nicht mehr so hoch. Ganz krass ist, wenn sie innerorts und ausserorts gleich schnell fahren, also mit Durchschnittsgeschwindigkeit 60, dann haben sie, sind sie natürlich innerorts schnell unterwegs und außerorts sind sie nachher ein Verkehrshindernis, also zu langsam. Und wie ist es bei Harry von Wartburg? Fühlt er sich unsicher? Nein. Wenn ich also mich unsicher fühle, dann bleibe ich daheim oder dann fahre ich nicht. Ich gehe nur, wenn ich mich sicher fühle und momentan bin ich einfach noch sicher. Nicht mehr alle in von Wartburgs Alter fahren mit dem Auto sicher auf der Straße. Wer medizinisch nicht mehr fit ist, musste den Ausweis bis anhin abgeben. Mhm. Neu gibt es zwischen fit und nicht mehr fit die Grauzone teilweise fit. So hält die revidierte Verkehrszulassungsverordnung fest, der Führerausweis kann auf eine bestimmte Tageszeit, auf bestimmte Straßentypen, auf bestimmte Fahrzeugarten, auf individuell angepasste Fahrzeuge oder auf eine bestimmte Gegend beschränkt werden. Umstritten ist vor allem der letzte Punkt. Er wecke falsche Hoffnungen, doch länger fahren zu dürfen und sei darum nicht sinnvoll, findet der Verkehrsmediziner Rolf Seger. Die Leute, die das gerne haben wollen, haben meistens Hirnleistungsstörungen. Beim Vorhandensein von Hirnleistungsstörungen geht aber das auch im eigenen Dorf nicht mehr. Die Leute fahren aus ihrem eigenen Parkplatz, ohne zu schauen. Sie fahren unkritisch mit 60 am Schulhaus vorbei. Sie haben kein Gefahrenbewusstsein mehr. Sie missachten den Rechtsvortritt. Das sind alles so Fehler, die wir bei Kontrollfahrten feststellen können. Bei der ärztlichen Kontrolle ab 70 oder bei einer Kontrollfahrt entscheidet sich alle 2 Jahre, ob jemand noch fahrfähig ist. In der Schweiz betrifft das jährlich geschätzt 250.000 Senioren.
2010 mussten davon 3.667 den Führerausweis abgeben. Bis 2015 stieg die Zahl auf 6.085. Senioren sollen so lange wie möglich Auto fahren dürfen, sagt Brigitte Buhmann, Direktorin der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Dafür sei der beschränkte Führerausweis das richtige Mittel. Also muss sehen, der Arzt hat sehr, sehr grosse Verantwortung. Wenn er jemandem ohne Not den Fahrausweis wegnimmt, dann schränkt er die Mobilität sehr stark ein, schränkt auch die Lebensqualität von dieser Person unter Umständen sehr stark ein. Nehmen wir mal das Beispiel, jemand wohnt auf dem Land, außerhalb. Wenn er plötzlich nicht mehr Auto fahren darf, dann kann er nicht mehr posten, kann nicht mehr unter die Leute. Die freiwillige Fahrstunde von Senior Harry von Wartburg ist bald vorbei. Heute hat bei ihm alles geklappt, aber auch er kennt Fehler. Auch wenn ich mit der Frau fahre, die sagt etwa einmal, du, es ist der 50 oder es ist der 60. Und schon manchmal war es froh. Noch darf Harry von Wartburg uneingeschränkt auf der Straße unterwegs sein. Bis zur nächsten ärztlichen Kontrolle. Sie stehen für Aufbruch, Wachstum und Erfindergeist. Startups, also Jungunternehmen. Ihnen widmet SRF Radio, Fernsehen und Online diese Woche besondere Aufmerksamkeit. Weil Startups ein wichtiger Motor für die Wirtschaft der Zukunft sind, würde man denken, dass sie gerade in der reichen Schweiz genug Geld erhalten. Dem ist nicht so. Schweizer Investoren greifen den jungen Firmen finanziell viel zu wenig unter die Arme. Stefanie Pauli berichtet. Wie sieht das aus? Ich habe hier von uns ein Partikel mitgenommen. Das ist eigentlich dann meine schwarze Tinte. Und wenn man dann hier ein Magnet anhebt, dann werden die sehr schnell abgetrennt. Mit diesem Prinzip will Markus Langenegger Schadstoffe aus dem Blut fischen und so Blutvergiftungen heilen. Die Idee präsentiert er vor potenziellen Geldgebern. Kandidat Markus Langenegger hofft auf 5 Millionen Franken Risikokapital für sein Start-up Hemotune. Am liebsten von Schweizer Investoren. Ich denke, die Mentalität eines Schweizer Investors ist vielleicht ein bisschen anders. Aber sicher auch Nähe. Dass man wirklich, man sucht ja eigentlich gescheites Geld und man sucht nicht nur rein Geld, sondern auch Unterstützung und Know-how. Und wenn man da jemanden hat in der Nähe, ist das sicher ein Vorteil. Die Vertreter des Investors Red Alpine könnten genau das anbieten. Sie vergeben über einen Fonds Risikokapital an Jungunternehmen. Allerdings, solche Schweizer Investoren und Schweizer Geld generell sind rar. Wir sind kulturell nicht so darauf eingestellt wie beispielsweise in Amerika, dass eben das Risikokapital als eigene Anlageklasse sehr attraktiv sein kann und spannend ist. In den USA auf den Kopf abgebrochen sind rund 100 US-Dollar pro Einwohner Risikokapital, die zur Verfügung stehen. In der Schweiz sind das rund 20 Franken, also fünfmal weniger. Übrigens auch etwa viermal weniger als in China. Kein Wunder beschaffte sich die Schweizer Reiseplattform Get Your Guide kürzlich 50 Millionen Dollar in den USA. Auch andere hiesige Startups erhalten ausländisches Geld, etwa der Versicherungsbroker Knipp oder der Krebsmedikamententwickler ADC Therapeutics. Professor Dietmar Griechnick von der Uni St. Gallen sagt, in der Schweiz gäbe es schon genügend Geld. Dieses fließe aber wegen der hiesigen Risikoaversion zu wenig in junge Firmen, kritisiert der Start-up-Experte. Es fehlt einfach bei der Investorenseite in diese Fonds an großen institutionellen Investoren. Ob wir jetzt von Pensionsfonds sprechen, Banken oder Versicherungen, wie wir sie in anderen Ländern wie den USA halt als klassische Investoren vorfinden, haben wir in der Schweiz oft doch noch private Investoren, die hier unterwegs sind und die einfach nicht in diesen Volumina investieren. Folge: In der Schweiz beträgt der Anteil an inländischem Kapital bei Start-ups nur magere 43%. In Deutschland hingegen sind Jungunternehmen zu 76% mit heimischem Kapital finanziert, in Frankreich gar zu 87%. Der Durchschnitt in der EU liegt bei 62%. Cedric Köhler ist einer der ausländischen Investoren. Er vertritt einen deutschen Risikokapitalgeber, der über einen 180-Millionen-Fonds ausländisches Geld in die Schweiz bringt. Und das aus guten Gründen.
Zum einen ist es die hohe Qualität an Startups, die oftmals auch sehr, sehr gute Technologie mitbringen. Und zum anderen ist es der Markt Schweiz, wo wir gemerkt haben, dass es dort eine gewisse Lücke im Risikokapital gibt. Und die probieren wir seit knapp 10 Jahren erfolgreich mit unterzuschließen. Für den Experten kann ausländisches Kapital große Nachteile haben gegenüber inländischem. Wenn es ein ausländischer Risikokapitalgeber ist, dann folgt ihm das Startup womöglich ins Ausland. Und es ist einmal weg, dann kommt es womöglich nicht zurück. Wieder bei den Schweizer Investoren. Sie diskutieren, ob das Startup Hemotune für seine Technik gegen Blutvergiftungen Geld erhalten soll. Die Chance ist eher klein. Grundsätzlich gilt es zu berücksichtigen, wir haben pro Jahr etwa 1500 Anfragen. 300 bis 500 von denen schauen wir genauer an. Und schlussendlich in 3 bis 5 von denen machen wir dann auch ein Investment. Schweizer Startups wollen Schweizer Geld. In der reichen Schweiz bleibt dies aber oft ein Wunschtraum. Die große Startup-Woche bei SRF Radio und Fernsehen und online. Diskutieren Sie mit unter dem Hashtag SRF Startup. Zu den Kurznachrichten. Heute sind die europäischen Staats- und Regierungschefs zusammengesessen, zum ersten Mal ohne die Briten. Der Tenor nach dem Brexit ist klar. Rosinenpickerei für nicht